So, willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Anfänger-Tutoriums. Jetzt gilt es endlich, die zweite Ressource zu implementieren, nämlich Gas. Wir haben eben gerade gesehen, wie es etwas leichter wird, zwei Bases zu managen mit den Injects der Queens. Und das ist vielleicht auch der wesentlichste Teil, dass man nämlich erst einmal lernen muss, diese Injects richtig setzen zu können und auch relativ zügig setzen zu können, während die Bases nicht mehr so direkt nebeneinander stehen. Ne? Vorher hatten wir die Brutstätten sehr, sehr eng beieinander, da war das nicht so schwierig. Jetzt liegen die Brutstätten ein Stückchen weiter auseinander und später, wenn wir dann erstmal anfangen, noch mehr Basen zu nehmen, liegen diese Brutstätten ja noch weiter auseinander. Und deswegen ist es wichtig, sich ein wenig Mechaniken anzugewöhnen, mit denen wir diese Injects schnell und zügig abwickeln können. Denn diese Injects müssen wir ja regelmäßig setzen, im Grunde alle 30 Sekunden, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, um die 30 Sekunden. Und dementsprechend ist das ein ziemlich regelmäßiger Ablauf, den wir internalisieren sollten und den wir auch wirklich flüssig und zügig abwickeln können sollten, damit uns unser Spiel nicht weiter blockiert. Das heißt, bevor ihr jetzt im Grunde mit diesem Teil weitermacht und diesen Teil weiter üben wollt, der jetzt kommt, solltet ihr dringend, wirklich dringend damit beginnen, erst einmal diese Art des Injects zu üben und dabei weiterhin produzieren zu können, ohne dass eure Ressourcen oben rechts in der Ecke massiv in die Höhe schnellen. Denn das ist vielleicht das Wichtigste daran. Ne? Versucht, diese Injects erst einmal hinzubekommen. Und wenn ihr das erstmal schafft, tatsächlich auf zwei Bases, die weiter auseinander liegen, diese Methodik gut umzusetzen, welche von den vier Methoden, die wir vorgestellt haben, ihr auch immer auswählen wollt, dann könnt ihr anschließend mit diesem Teil hier weitermachen. Gas. Gas gibt uns die Möglichkeit, Technologien zu erforschen und neue, mächtigere Einheiten zu bauen. Um Gas zu erhalten, müssen wir über die entsprechenden Geysire Assimilatoren bauen und diese nach Fertigstellung mit Arbeitern besetzen. Dabei gilt maximal drei Arbeiter pro Assimilator. Ich sage maximal, obwohl es üblich ist, Gas eigentlich fast immer mit exakt drei Arbeitern abzuernten. Bis auf wenige sehr fortgeschrittene Strategien, die uns aber nicht weiter kümmern und interessieren sollen. Mehr als drei Arbeiter in einem Assimilator zu postieren, ist reine Verschwendung. Anders als bei den Mineralien, bei denen ein gewisser Überhang an Arbeitern eine Zeit lang auch noch einen gewissen Nutzen haben kann, arbeiten vier Arbeiter im Gas genauso schnell wie drei. Wir verschwenden dann also effektiv eine Drohne, die ja in der gleichen Zeit lieber Mineralien sammeln sollte. Die kleinen Anzeigen über den Assimilatoren helfen uns dann hier enorm, ein bisschen Übersicht zu wahren. Ne? Denn da können wir dann tatsächlich direkt sehen, sind da auch tatsächlich die drei von drei Arbeitern drin, die wir haben wollen. Die ersten Einheiten, die uns das Sammeln von Gas ermöglicht, sind Schaben. Eine solide Einheit, die ordentlich einstecken, aber auch austeilen kann. Sie sind langsamer als Zerklinge, aber dafür auch deutlich robuster. Um Schaben bauen zu können, benötigen wir einen Schabenbau. Oder auch Roachworn, wie das Ding auf Englisch heißt. Der selbst kostet noch kein Gas. Sobald wir aber die Produktion von Schaben aufnehmen wollen, benötigen wir dann den grünen Dunst. Ne, da haben wir keine andere Wahl. Ergo macht es Sinn, das Gas auch genau dann zu nehmen, wenn unser Schabenbau in Auftrag geht. Und zwar gleich alle auf einmal. Die Besetzung der Assimilatoren sollte natürlich dann umgehend nach Fertigstellung erfolgen. Das ist das, worauf wir dann achten wollen. Und ab diesem Zeitpunkt, wenn wir dann im Grunde erstmal das Gas haben, produzieren wir, einfach damit wir uns dran gewöhnen, erst einmal nur noch Schaben. Und wenn wir merken, wir könnten noch Einheiten produzieren, weil wir genügend Larven und Mineralien haben, aber nicht mehr genug Gas, dann kloppen wir halt noch ein paar Linge raus. Das ist der grobe Plan, mit dem wir versuchen, das jetzt zu machen. Wir werden also zwei Bases nehmen, zwei Hatcheries, so gut wie wir können. Wir werden dann zwei Queens bauen, um anschließend eben dann auch die Inject setzen zu können. Wir werden dann bald möglichst einen Roach Warren setzen und werden dann auch unser Gas nehmen und werden dann anfangen, auch die Roaches zu produzieren. Wir werden den Roach Warren aber erst nehmen, nachdem wir die Saturation an unseren beiden Basen erreicht haben, also unsere 24 Arbeiter. Das sind jetzt schon eine ganze Menge Schritte auf einmal und genau deswegen möchte ich euch, wie gesagt, noch einmal einimpfen. Wenn ihr mit gewissen Teilen der bisherigen Videos Probleme habt,
Geht zurück und übt die. Ich weiß, es ist langweilig, ich weiß, es ist nervig, ich weiß, man möchte immer irgendwas Neues machen, weil der alte Kram einen ankotzt und weil er so anspruchslos ist, im Anführungszeichen. Aber es bringt nichts. Ja, jetzt einfach weiterzumachen, ohne tatsächlich die bisherigen Grundlagen zu können, ist so, als würde ich sagen, ich lerne Klavier, ich habe aber keinen Bock mehr, die Tonleiter rauf und runter zu spielen. Ich nehme jetzt einfach ein Stück von Chopin. Das ist dämlich. Es hat einfach keinen Wert. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man sich um diese Grundlagen kümmert. Und die wollen wir uns jetzt, wie gesagt, ein bisschen genauer ansehen. So, zurück zum Spiel. Da haben wir unsere Hatch, Steuerung 4. So, dann haben wir die da drauf, den Overload mal weg und dann 4S, DD und jetzt können wir auch mal den Sound wieder anmachen. 4SD, 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 da ist auch schon unser nächster Worker. So, ein bisschen hin und her justieren. 4SD, 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 da ist unser nächster. Jetzt sind wir hier bei 9. Immer schön oben rechts in die Ecke gucken, gerade zu Beginn. Sehr wichtig. Ja, alles andere interessiert uns im Augenblick nicht. Wir wollen nur produzieren. Jetzt brauchen wir einen Overlord. 4SV, 4SV. Wir können es ruhig ein paar Mal drücken, es macht nichts. 4SV. Unsere Finger gewöhnen sich immer mehr an diesen Abstand. Da ist unser Overlord. Wer, wie gesagt, schon ein bisschen Übung hat, kann ihn jetzt hier schon mal zur Seite schicken. Muss aber nicht. 4SD, 4SD, 4SD. So, jetzt müssen wir erstmal warten, bis unser Overlord kommt. Wir können trotzdem drücken. 4SD schadet nicht. 4SD, 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 4SD. Da ist es 4SDD. Und da haben wir unseren nächsten Arbeiter. Und weiter 4SD, 4SD. Wir haben ja im letzten Video schon gesehen, wir bauen ungefähr bis 15. 4SD, 4SD. Also nicht genau im letzten, sondern im vorletzten im Grunde. Oder vorvorletzten. 4SD, 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 4SD. Gott, ist das langweilig. Zerg ist so langweilig. 4SD. Und dann warten wir, bis wir hier bei 15 Supply sind. Denn so lange können wir eben noch, wenn wir richtig immer wieder bauen, wenn wir auch bauen können, tatsächlich hier schon vorher das bauen, ohne dass wir genügend Kohle vollkriegen. 4SD, da ist es. So, und jetzt warten wir, bis wir unsere 200 voll haben. Und dann nehmen wir dem hier und bauen den Brutschwein. Das können wir ruhig noch mit Tastatur machen. Dings hier machen. 4SD, 4SD. Aber, wenn er, also man kann es auch ruhig hier über das Tastenfeld hier unten machen. Aber wenn ihr schon über Hotkeys könnt oder schon mal das üben wollt, das zu machen, gerne. Ja, je mehr Hotkeys ihr beherrscht, desto besser. Aber im Grunde braucht man erstmal gar nicht so viel zum Einstieg. 4SD, 4SD, 4SD. So, jetzt haben wir inzwischen wieder unsere 16 Supply. Also machen wir mal einen Overload. 4SV, 4SV, 4SV geht nicht. Wir haben keine Larven, macht aber nichts. 4SV, da ist er. Einfach drücken, wie gesagt. Solange wir keine Larven haben, passiert da ja nichts. Ich steuere, wie gesagt, auch diese ein bisschen um. Das müsst ihr aber nicht machen. 4SD, 4SD, 4SD. Da wird gleich unser Pool fertig. Und dann können wir anfangen, unsere Queen zu bauen. 4SD, 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 4SD. 4SD. Bis meine Stimme weg ist. 4SD, 4SD. So, jetzt haben wir das fertig. 4Q. Und jetzt haben wir auch gleich schon genügend Ressourcen, um hier eine Hatchery zu bauen. Also gehen wir doch mal direkt hier runter und bauen unsere kleine Hatchery. Und dann wieder 4SD, 4SD. Wunderbar. Da kommt unsere Hatchery. So, 4, Shift gedrückt halten, anklicken, Steuerung 4. Und dann den einen Rally Point hier hin und den Rally Point dahin. Wunderbar. 4SD. 4SD und hier oben immer mal kurz auf den Supply gucken. 4SD, aber jetzt kommt doch gleich unsere erste Queen. 4SD, wir brauchen ja auch gleich noch eine weitere. 4SD für die da unten nämlich. 4SD, 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 4SD. So, jetzt ist unsere erste Queen fertig. Wir geben einfach gerade mal die nächste in Auftrag. Q und dann wählen wir die hier aus. Steuerung 3 und injizieren auch direkt mal. Und dann können wir die hier runterschicken, weil da kommt ja gleich eine neue nach. 4SD, 4SD, 4SD. In der Zwischenzeit können wir mal gucken, wie viele Worker wir hier haben. Steuerung, Klick. Geht noch. Fehlen noch ein paar. 4SD. 4 Stück fehlen noch. 4SD. So, jetzt müsste hier auch gleich eigentlich unser Overlord kommen. War da nicht ein Overlord irgendwo in Auftrag? Nein, ich habe keinen Overlord gebaut. Da habe ich mich selber jetzt verarscht. Könnt ihr mal sehen, so schnell geht das. 4SV. Das ist natürlich jetzt richtig ärgerlich. Ja, wegen der zweiten Queen habe ich mich hier ein bisschen vertan. Wir hätten nach der zweiten Queen direkt einen Overlord raushauen müssen. 4SV machen wir jetzt am besten gleich noch ein. So, da haben wir unsere nächste Queen. 3, Shift, anklicken, Steuerung 3. Super Sache. So, jetzt warten wir, bis hier die Hatch fertig ist und jetzt können wir direkt injizieren. Also 4, nein, 3 ist das ja. V, Klick, 3V, Klick. So, und dann haben wir zweimal injiziert, also 4SVV und dann eben 4SDDD. Und weil wir jetzt massenhaft Mineralien übrig haben, bauen wir jetzt auch direkt unseren Roach One. Und dann checken wir noch mal kurz. Ja, da fehlen noch zwei. Wunderbar, also können wir das im Augenblick alles noch so lassen. 4SD, 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 4SD. Und jetzt haben wir gesagt, sobald der Roach One in Auftrag geht, bauen wir jetzt auch mal hier unsere Assimilatoren. Also da einmal und dann können wir hier unten auch schon mal die nehmen. Kommen wir her, bauen,
da einmal, bauen, da einmal. Wunderbar. Geht natürlich mit Hotkeys auch schneller. Und wir können wieder injizieren. 3V Klick, 3V Klick. Und nach injizieren immer erstmal Overlords, 3SVV. Und der lässt dann im Grunde Arbeiter. So, jetzt sind unsere Gasgasiere fertig, also schicken wir mal Leute rein. Ups, das sind 4, das wollen wir nicht. Da, und dann noch einen, dann haben wir 3. So, und da unten haben wir jetzt, wie gesagt, noch gar keine Leute drin. Macht aber nichts. Also 4S, DDD. So, jetzt haben wir hier wahrscheinlich viel zu viele Arbeiter. Haben wir. Deswegen nehmen wir jetzt hier mal 2. Schicken die mal hier runter und setzen jetzt unseren Rally Pointer unten hin. So, unsere Injects sind wieder fertig. 3V, Klick. 3V, Klick. Und schon haben wir das. 4S, VV. Damit wir die Overlords haben. Und dann 4S, DDD. Und schon haben wir das wieder durch. Und jetzt fangen wir auch schon an, eben das erste Gas zu sammeln. Und weil wir jetzt hier einen Roach von haben, können wir jetzt auch gleich unsere ersten Roaches bauen. Aber wir wollen noch warten, bis wir hier unten saturiert sind. Deswegen machen wir jetzt im Augenblick erstmal nichts. So. Also 4 SDD. Immer schön weiter produzieren. Da kommen unsere Overlords. Super. Die sammeln sich alle hier drüben. Das macht uns aber gar nichts. So, wir können jetzt hier unten auch schon mal gleich noch ein weiteres Gas nehmen. Also packen wir mal 3 Leute da rein. So. Und dann da nochmal 3 Leute hier rein. So, und dann haben wir die Möglichkeit, wieder 3V-Klick, 3V-Klick, Overlords produzieren, VV, und dann wieder DDDDDDD. Und dann gucken wir mal hier unten, na, da fehlen noch ein paar, aber die haben wir auch gleich voll. Wunderbar. 4SV, oh, ich wollte gar nicht V, ich wollte D machen, das war ein Mistklick, so schnell kann es gehen. Na, passiert das natürlich auch, ist überhaupt nicht weiter wild. So, da haben wir jetzt dementsprechend die Worker draußen. So, wie viele haben wir jetzt hier unten? Na, da sind wir doch jetzt schon fast voll. Das heißt, wir können jetzt eben gleich erstmal 4 SD, eine weiteren Worker noch bauen. Und jetzt eben 3V Klick, 3V Klick, dann wieder unsere Overlords, 4 SVV und dann erstmal jetzt Roaches. Und Roaches sind jetzt R, also halten wir einfach R gedrückt. Zack, und da kommen die. So, und jetzt können wir im Grunde erstmal nur einen Augenblick warten, bis jetzt hier nämlich unsere nächsten Sachen fertig werden. Ist schon ganz schön langweilig geworden, oder? Das ist hier schon eine riesengroße Pause. Wir können hier unten mal checken, aber sieht gut aus, sind genau 2 Reihen. Optimal. Und hier oben auch. Optimal. So, jetzt warten wir einfach nur, bis unsere Injects fertig werden. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Ruhe im Spiel, wie wir plötzlich merken. So, da kommen wieder die Injects. 3V-Klick. Jetzt können wir auch mal Backspace machen, wenn wir wollen. 3V-Klick. Dann können wir wieder erstmal unsere Overlords bauen. 4SVV für die 2 Injects und dann R gedrückt halten für die restlichen Roaches. Wir sehen, dass wir immer noch massenhaft Ressourcen übrig haben auf diese Art. Was man jetzt zum Beispiel erweitern könnte, wäre noch eine weitere Macro-Hatch zu bauen. Soll aber erstmal jetzt nicht unser Problem sein. Wir wollen im Augenblick tatsächlich erstmal nur simpel produzieren. Natürlich könnte man mit dem Gas jetzt auch noch andere Dinge anstellen. Zum Beispiel hier Upgrades bauen, da Upgrades bauen, da Upgrades bauen. Wollen wir aber nicht. Wir wollen uns nur auf unser Produzieren konzentrieren, damit wir das hinkriegen. 3V-Klick. Und jetzt können wir es auch mal über Nimi machen. 3V-Klick. Und da unten. Und dann hat er da auch injiziert, ohne dass wir es gesehen haben. Geht quasi blind. Und dann wieder 4SVV für die 2 Overlords. Und dann eben wieder die Roaches. Bis es halt eben nicht mehr geht. Ja, super Sache. Funktioniert im Grunde relativ simpel. Ja, wir können jetzt gleich mal beide hier injizieren. Überhaupt kein Ding. Einfach nur abwarten. La la la. Gott, ist das langweilig hier. Meine Herren. So, 3V Klick. 3V und da unten drauf. Klick. Und schon haben wir es wieder blind injiziert. 4SVV für die 2 Injects. Und dann Roaches. Da kommen jetzt auch schon die ersten Einheiten anmarschiert. Aber wir haben hier 120 Roaches. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, können wir dementsprechend also locker rausproduzieren. Überhaupt kein Ding. Wie gesagt, natürlich kann man jetzt halt mit dem Gas auch noch andere Dinge anstellen. Ja, wir haben auch immer jetzt noch massenhaft Overmints und massenhaft Overgas. Das ist im Augenblick erstmal völlig normal. Es geht, wie gesagt, nur um die Prinzipien. So, machen wir nochmal. 3V-Klick. Und dann hier unten nochmal 3V-Klick. So, und dann haben wir die Möglichkeit wieder 4SVV für die Overlords. Und dann RÖP, bis wir wieder voll sind. Ja, wie wir sehen, Supply blocken wir uns kein einziges Mal. Wir haben ein bisschen Oversupply, das ist aber wie gesagt nicht weiter wild. Besser als Supply Block zu sein. Wir können jetzt hier vielleicht auch gerade nochmal eine Aufnahme machen. Machen wir hier Steuerung 5 und hier drüben mal Steuerung 6. Die Overlords nerven einen inzwischen hier ganz schön gewaltig. Deswegen können wir die einfach mal alle anklicken, Steuerung und mal hier rüber schaufeln. Wunderbar. So, da haben wir es jetzt fertig. F5, 3V-Klick, F6, 3V, ne? Hat er F6 nicht genommen? Oh, ja, das, ja, ich habe vergessen, F6 richtig zu markieren. Also nochmal hier hin, F6, 3V, Klick. Ja, war jetzt nicht so optimal, da habe ich eben gerade offenbar ein bisschen Mist gebaut beim Mount. Dann wieder 4SVV und R.
gedrückt halten, bis wir dementsprechend voll sind. Und das ist auch mehr oder minder schon die ganze Idee. Wir halten uns nach wie vor weiterhin an unser grobes Prinzip. F5, F6, na, wir können F6 mal ein bisschen besser belegen. So sieht das schon ein bisschen angenehmer aus. So, hier werden gleich unsere Injects fertig, beziehungsweise der hier drüben natürlich ein bisschen schneller als der, aber wir wollen es ja nach Möglichkeit synchron haben. Deswegen machen wir es jetzt so, also F5, 3V, Klick, F6, 3V, Klick und schon haben wir es injiziert. Und wenn man das, wie gesagt, ein bisschen Übung macht, dann geht das sehr, sehr schnell. Und wie wir sehen, sind wir jetzt relativ schnell sogar an Roaches maxed out. Roaches brauchen ein bisschen mehr Supply als Zerglinge. Zerglinge brauchen ja 2 Stück, ein Supply-Punkt. Hier oben, Roaches brauchen jeweils 2, dementsprechend füllt sich unser Supply auch stärker. Aber die Einheiten halten halt, wie gesagt, auch deutlich mehr aus und können dementsprechend natürlich auch, können auch mehr Schaden machen. So, dann haben wir es jetzt wieder. F5, 3V, Klick, F6, 3V, Klick und schon haben wir es. Also wie gesagt, es gibt da mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Wir brauchen jetzt keine weiteren Overlords mehr zu produzieren, denn wir sind bereits bei 200 angelangt. Deswegen können wir jetzt einfach nur 4S und R drücken, bis wir eben dementsprechend da sind. Und jetzt sind wir auch schon maxed an Roaches und können nicht mehr weiterbauen. Und damit könnten wir jetzt mal loslaufen und der KI den Gar ausmachen. Wollen wir hier aber nicht. Im dritten Teil werden wir uns dann dementsprechend nochmal angucken, wie wir jetzt zum Beispiel mit unseren Ressourcen hier oben rechts ein bisschen besser nach Haus halten können. Sobald wir also merken, dass wir hier zum Beispiel einen gewissen Überschuss entwickeln, wollen wir nämlich nach Möglichkeit noch eine dritte Hatch dazu bauen, allerdings nicht an einer separaten Base oder an einem separaten Ressourcenfeld, sondern eben wieder in Base. Das ist eine sogenannte Makro-Hatch und das gucken wir uns gleich nach einer Pause wieder ein bisschen genauer an.